Das Winternotprogramm ist ein Angebot der Stadt Hamburg in Kooperation mit verschiedenen Kirchengemeinden in Hamburg. Startet am 1. November und endet am 31.3. meistens. Moin Christoph, hier ist Johann. Christoph ist eigentlich gar nicht so ein untypischer Fall, Mitte 50, ist nach Deutschland gekommen auf Arbeitssuche. Hier hat hier sogar auch als Hausmeister gearbeitet, hat dann aber seine Wohnung verloren und ist dann ganz schnell auf der Straße gelandet. Und dort ist er, wir nennen das so, in den Verelendungsprozess reingekommen. Das heißt, er hat verschiedene Platten gehabt, dann kommen Suchtproblematiken dazu, dann kommen gesundheitliche Problematiken dazu und all das erschwert auch den Weg von der Straße runter, sodass er auch viele Hilfsangebote zuerst erst gar nicht angenommen hat, wahrgenommen hat, aber wir durch unser Vertrauensverhältnis zu ihm das ihn immer näher bringen konnten, bis hin jetzt zum Winternotprogramm, wo wir wirklich froh sind, dass er das auch nutzt und auch wirklich sich hier stabilisieren kann und wirklich auch erstmal auch den Alltag von der Straße vergessen kann und sich auch wirklich ausruhen kann und einen eigenen Ort hat, der nur ihnen gehört und einen eigenen Schlüssel hat. Diese Containers merken wir bei Christoph sehr, sehr deutlich, dass es den Selbstwert stärkt und auch ganz andere Themen auch jetzt auf einmal eine Rolle spielen. Er ist merklich ruhiger geworden. Das freut uns, weil er muss nicht immer gucken, wie überlebe ich jetzt auf der Straße, wo schlafe ich am Abend. Er ist gesundheitlich sehr angeschlagen, das heißt, er ist eigentlich gar nicht so mobil, er muss mit dem Rollator gehen oder mit dem Rollstuhl. Jetzt wieder auf die Straße zurück, Ende März 2018, würde den Prozess erstens stoppen und es würde alles von vorne nochmal beginnen. Und wenn wir es nicht hinkriegen und wir müssen das gucken, dass Christoph irgendeine Art von Unterkunft bekommt, wird er auf der Straße wieder landen.